Hallo zusammen. Wir wollen versuchen, die Wurzel aus 125 zu ziehen. Das gelingt uns nicht ganzzahlig. Wenn du das mit dem Taschenrechner ausprobierst, wirst du erkennen, du erhältst eine Dezimalzahl. Was wir allerdings machen können, ist, wir können die Wurzel aus 125 partiell oder teilweise ziehen. Indem wir 125 in ein Produkt aus zwei Faktoren zerlegen, wobei ein Faktor eine Quadratzahl ist. Was ist eine Quadratzahl? Eine Quadratzahl ist jene Zahl, aus der du die Wurzel schön ziehen kannst. Wir kennen alle diese Quadratzahlen. Sie ergeben sich immer aus dem Quadrat von einer Zahl. Zum Beispiel 6 zum Quadrat ist 36, somit kann ich die Wurzel aus 36 schön ziehen. 7 zum Quadrat ist 49, 7 mal 7 ist 49, somit kann ich die Wurzel aus 49 schön ziehen und das ergibt wieder 7. Das heißt, wir müssen unsere Quadratzahlen kennen, sind ja nicht so viele im unteren Bereich, die kann man sich gut merken. Und jetzt müssen wir schauen, welche passt in 125 hinein. Ist auch nicht so schwer, erkennen wir, glaube ich, gut, dass 25 in 125 gut hineinpasst. Das heißt, wir können aus Wurzel 125 Wurzel aus 25 mal 5 machen, weil 25 mal 5 125 ist. Das heißt, das ist Gleichzeichen ist in Ordnung, weil hier auf der linken Seite dasselbe steht wie auf der rechten Seite. Der Vorteil an der Sache ist, aus 25 können wir jetzt die Wurzel ziehen, weil 25 ja eine Quadratzahl ist. Die Wurzel aus 25 ergibt 5. Und der 5er hier bleibt unter der Wurzel noch stehen, weil wir aus 5 die Wurzel nicht ganzzahlig ziehen können. Aus 25 schon, die Wurzel aus 25 ergibt 5 und somit haben wir das Ergebnis 5 mal Wurzel aus 5. Das heißt, die Zahl unter der Wurzel ist kleiner geworden und somit ist der Ausdruck an und für sich schöner dargestellt als eine große Zahl unter der Wurzel. Das ist Sinn und Zweck vom partiellen Wurzelziehen. Du kannst überprüfen, ob das Ganze richtig ist, ganz einfach, indem du in den Taschenrechner Wurzel aus 125 eintippst und dann 5 mal Wurzel aus 5 ausrechnest und du wirst sehen, du hast dasselbe Ergebnis. Okay? Also die Zahl zerlegen in ein Produkt aus Quadratzahl mal einer anderen Zahl, aus der Quadratzahl die Wurzel gezogen, quasi aus der Wurzel herausgenommen und die andere Zahl bleibt ganz einfach in der Wurzel stehen. Glaube ich, ist nicht schwer. Alles klar?